Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von D-Unia. Ich habe schon eine ganz blöde Idee. Den Papagei auslocken. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Hier. Auch wenn ich sie garantiert treffe, ich würde sie damit nie... Ja. Da besteht keine Fluchtgefahr. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Immer unser Glück. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ah, okay. Grüßen. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Nein, dies ist ein trauriger Tag. Moment mal, steht. Wo ich denn dies? Schaffen, das Ding zu bewegen. Frage ist nicht. Da bekomme ich auch nichts. Feuerlöscher. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ah. Es tut mir leid, dass hier gerade null Progress ist, aber irgendwie... Ja, nee, was mache ich denn mit dem Schild? Damit komme ich hier raus. Weißen bringt mir nichts. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Warte, warte, es ist eine Kuh. Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Und heute, liebe Kinder? So schon mal nicht. So kriege ich den noch nicht. Ah.
Aber ich habe ihn schon mal abgelehnt. Toro! Er hat nur noch Augen. Das würde den Stier nur ärgern, aber noch nicht genug. Ach ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Okay, was soll ich jetzt machen? Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten... Mach ich denn mit dem Trichter? Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Ich daran ziehe, kommt Wasser. Dem ist, das bringt mir soweit nichts, Leute. Ich benutze mal die einfach nochmal. Das sitzt auch so schon fest genug. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein. Wie bekomme ich die? Ja, das würde das Ding offen halten. Schon mal nicht verkehrt ist. Aber Ballons gehen nur nach oben. Jetzt probieren wir das vielleicht von unten. Komm. Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Kaminofen. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Das muss nicht gewartet werden. Die Gedüsch. Stabiler Joke. Okay, wir haben die Klappe offen. Vielleicht kann ich jetzt das Rohr schon dahin drehen und ihn das Wasser da reinschütten. Geh nochmal hoch zum Rohr. Nee, warte, warte, warte. Wir probieren was. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen in Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Okay, wir gehen hoch. Ich hoffe wirklich, der hält das auf. Wäre schon mal perfekt. Die Klappe ist offen. Wenn ich jetzt dem Rohr einen mitgeben, müsste er da stehen bleiben. Hoffe ich. Ich kann noch hier hüben rein. Ich habe gerade was entdeckt. Wir haben ganzen Raum noch nicht gesehen. Verdammt.
Dann los geht's. Mal rein zum Ende. Da geht's in den Keller. Das haben wir vorhin nicht gesehen. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Irgendwas machen. Nee. Soll ich da ein Loch reinbohren? Ja! Okay. Löcher? Müssen wieder da hochlaufen. Ziemlich viel Laufarbeit heute. Aber machen kleinen Progress. Bisschen Fortschritt ist da. Mal gucken. Eigentlich müsste uns einfach nur diese blöde Nummer geben. Aber er will ja unbedingt seine Wasserader. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Okay, zurück zum Wenzel. Sorry, kurz zu schnell getrunken. Mal gucken, wie reagiert unser Freund Wenzel. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reif. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Ich will mit Wenzels stinken. Okay, wir müssen wieder zurück. Nochmal zurück. Ist die Wünschelrute von meinem Dad. Aber was bringt sie mir? Das ist die Frage.
Was bringt mir diese? Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ah. Warte mal. Kein Feuer. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Hier ist überall nichts. Okay, so kann ich arbeiten. Gibt auch Sinn. Die mittlere Maustaste. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja. Die wurde nötig, ach, ja, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Warte. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Doch kein Notfall. Danke fürs Gespräch. Nichts, wirklich. Ich habe eine Idee. Digga. Nochmal eine Runde. Ich habe noch. Nein, den Blindgänger habe ich so kaputt. Welchen jetzt anzünden? Das wird. Ich behalte die. Hier komme ich nicht weiter. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Ich habe auch den Bohrer noch. Irgendwas aufschneiden kann ich auch noch. Ne, das Tiermesser ist weg. Das ist die Wünsche. Was mache ich damit? Ansprechen. Auch eine Uhr. Ich brauche eine Uhr, aber da ist keine. Brauche ich Seife, finde ich aber auch nicht. Ja, die Musik. Gut.
kann den roten Vorhang noch mitnehmen. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Okay, das bringt noch nichts. Ich vermute tatsächlich, dass ich den Trichter am Ende sogar noch brauche, um mir das Zeug einzuflöten. Die Frage ist halt, was mache ich mit dem Rest? Mache ich jetzt wie diesen Vorhang? Warte mal, der brennt gut. Ja doch, wir probieren's. Ne, warte, warte, es ist ein roter Vorhang, rot und ein Stier. Toro! Hey, Toro hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste... Ist das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Gleich nochmal. Okay. Gleich nochmal. Nee. Garantiert nicht. Und heute, liebe Kinder? So schon mal nicht. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Freigegeben ab der Blut... Immer noch unter meinem... Ja, und wie bekomme ich das jetzt auf? Der Stier ist wütend. Zeit für ein... Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Wir brauchen irgendwie noch... Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht... Irgendwie noch Seife. Damit mache ich Scheibe sauber, dann wissen wir den Namen von dem Typen. Wir haben dem Stier das Zeug gegeben. Ich kann damit zur Notfallstation hoch. Warte mal. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ja, nur was mache ich jetzt? Klasse. Da ist ein Loch in der Plattform. Das sitzt auch so schon fest genug. Nicht kleckern, sondern klotzen. War schon. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas hier machen. Dem ist. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Wenn die Fessel nicht so breit wäre,
könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Da besteht keine Fluchtgefahr. Klappe, da hinten und das Ding. Die Frage, komme ich da auch rein? Ich spare mir... Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ich auch. Ich hab keine Ahnung. Das ist die Wünschelrute. Ja. Ich spare mir mein... Was denn damit? Ja, schon der Arsch. Warum bringe ich den nicht auf, weil ich den Schlüssel... Irgendwas muss ich mit dem Narkot machen. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Tonis Beruhigung... Dr. Gizmo... Wie meint... Keine Ahnung. Bringen wir wieder was hoch. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Wir haben immer noch nichts gefunden, was uns irgendwie weiterbringt. Bräuchte Seife, die bringt mir aber nichts. Geh jetzt nochmal da rein. Finger weg. Ist ja gut. Wie war das? Das sind Geschenkgut. Man gibt's. Und? Du bekommst sie nicht. Tolle Geschenkgut. Okay, das. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich. Oh, schon wieder Flucht. Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Schön, bring uns an die Fenster. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich, aber auch er hat es nicht lange mit... Er ist... Ist doch egal, nachdem du... Also meine... Ja, das können wir. Hehe, durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Aber da draußen ist niemand. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Finde ich. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit dem... Es war nur der... Fenster. Haken. Wir haben das gemacht. Das gemacht. Oh.
glaube, ich sollte mir mal Gedanken machen. Das bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich trotzdem, trotz des wenigen Erfolges, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur sechsten. Ist das die sechste? Ich glaube ja. Bis zur sechsten Folge.